Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kreuzworträtselrunde. Und ja, toi toi toi, dass ich diesmal schnell durchkomme. Oh, ich glaube, ich bin ein wenig laut. Ich werde mich mal etwas leiser stellen. Noch vorher. Wo stelle ich mich denn leiser? Bin ich jetzt leiser? Ja, jetzt bin ich leiser. Okay, jedenfalls, ich hoffe, dass heute mal wieder mein Lieblingswort Etüde dabei ist. Und ich würde mal ohne viele große Umschweife anfangen. Ja, schauen wir doch mal. Das erste Wort ist Kurier, das ist easy. Ja, ja, ja. Dann haben wir hier diesen Wüstenrastort. Das ist, nee, Bate ist es nicht hier. So. Toi, 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 österreichische Schienenstrang. Gleis, keine Ahnung noch bisher. Dividieren ist teilen, ja. Eine Fee könnte eine Elfe sein. Griechischer Gott, Erinnert mich gerade an ein Pokémon, dessen Namensaussprache man nicht so richtig manchmal weiß. So, Räucherfisch ist das da. Gucken wir mal. Na, ah, Mist. Das weiß ich aber, das ist okay. Altes Automobil ist natürlich das. Ich versuche mal gerade in mehreren. Oh Gott, was ist denn eine Stadt am Rhein schon wieder? Das Ei der Laus ist. Weiß ich noch nicht. Erdteil, Kontinent, Land, Insel. Nicht wahr? Nicht wahr? Ne? Hätte ja sein können. So. Missmut. Missmut, oh Gott. Das ist das. Und dann ist das wahrscheinlich die... Was? Nebenfluss des Mino? Noch nie gehört. Aber gut, brauchten wir ja glücklicherweise nicht. Frauenname könnte Ida, Ina oder sowas sein. Eine Gewebeart. Fussel. wenn das stimmt. Könnte das sein? Ja. Okay. Meinen die das wirklich? Nee. Meinten die nicht. Das wäre ja auch was. Ja, Speise. Könnte auch Eis sein, aber glaube ich nicht. Ein Brei. Fußballbegriff. Welcher sonst? Es ist klar. So, die Nachspeise könnte dann wirklich das Eis sein. Ja, beträchtlich. Weiß ich auch, was das ist. Ach, ja, der Brei, das ist das. Und hier erinnert es mich gerade so ein bisschen an ein Paper Mario, was ich letztens gespielt habe. Botanische Schau. IGA, internationale Gartenausstellung? Ja, tatsächlich. Wow. Alte deutsche Münze ist das. Das ist der Erlkönig. Ey, Leute, heute läuft's bisher, bis auf hier drüben. Grad beim Judo. Weiß ich noch nicht. Bindewort als keltischer Dichter. Uff, uff. Noch weiß ich es nicht. Gewässerrand ist klar. Zeitig. Ja, ja. Oh wei. Das ist jetzt schwierig. Also langsam wird's unangenehm. Keltischer Dichter. Ah, das ist damit gemeint. Okay. Ja, dann. Ja, der Englisch für den Verkauf hatten wir, glaube ich, gestern auch schon mal das Wort, aber mit einer anderen Begründung. Werden die so geschrieben? Nee. Was sind das für... nee. Husaren sind was anderes, nicht wahr? Oh Gott. Okay, aber der Erdteil, der ist mir klar.
Ah, der war das. Nicht der Husar, sondern der Korsar. Natürlich. Ist Bonn am Rhein? Tatsächlich, wow. Ja, und das Ei der Laus haben wir also auch. Ja, gerade beim Judo ist eindeutig der Jan. Warum auch immer? Nein, Quatsch. Nadelstrauch. Oh Gott. Weib ist der Nadelstrauch. Nein, Riebe, Tiebe, Sie, Ziebe, Piebe, Diebe, Siebe, Fiebe, Giebe, Hiebe, Liebe. Was habe ich denn jetzt noch? Eibe? Eibe. Doch, ich Depp. Ja, natürlich. Richtig, richtig. Eine Gewebeart. Was könnte das noch sein? Probieren wir erstmal Ida. Oh, Ida war richtig. Nee. Das hieß anders. Das hieß nicht Senna, das hieß Henna. Nessel ist eine Gewebeart? Echt? Ich denke da immer an Pflanzen, aber ja, österreichischer Schienenstrang. Geleise? Österreichisch für Schienenstrang ist Geleise. Ja, weil es ist eigentlich nur Gleise mit einem E. Richtig. Ist der gerade beim Judo der Kahn? Nee. Der San? Der Fan? Mann, Nan, Ban. Der Ran, Tan, Zahn, Quan. Der Dan. Fragt mich nicht, fragt mich nicht. Nicht wahr? Hä? Hä? Nee. Okay. Ich dachte, ne, schreibt man mit E und nicht mit Ä. Jedenfalls, ich muss mich leider gerade kurzzeitig von euch verabschieden. Ich bin gleich wieder da. Fertig! Ich war nicht der Einzige, der dieses Rätsel gelöst hat. So, machen wir uns noch an das andere heran. So. Und gucken wir mal, ob wir hier mal ganz schnell ein Lösungswort herbekommen, beziehungsweise auch den Rest schaffen. Gewinn könnte Sieg heißen, ja. So, was haben wir noch? Zusammenklang. Harmonie? Passt nicht. Butterfass. Ja, wie heißen die denn? Fass? Nee, Level, Level, ja, ich brauche mehr Buchstaben. Eine Gastwirtschaft. Kneipe. Büpp. Grünliche Farbe. Aquamarin, nee, Türkis, nee. Außer sich könnte wieder erregt sein. Ist es aber diesmal nicht. Okay. Nicht einheimisch. Fremd soll damit gemeint sein. Eine Urlaubsfahrt ist eine Reise. Gereinigt ist natürlich sauber. Krimi von Alfred Hitchcock. Eine Ampelfarbe. Grün. Grün oder gelb? Business Identifier Code. Ist dieses Ding, was auch zur IBAN gehört? Beziehungsweise, nee, oder ist das nicht ein Bank Identifier Code?
weil man das für Banken benutzt. Na egal. Aufnahmetaste ist Rack. 60 Sekunden. Ach, Mensch, wir haben ja gar keine Musik im Hintergrund gehabt. Die ganze Zeit, wie es aussieht. Na gut, jetzt haben wir sowas. 60 Sekunden ist die Minute. Übrigens, Minute, nur noch eine Minute, guter Film mit Nicolas Cage. Empfindungsorgan. Das könnte das Hirn sein. Das Hirn ist ein Empfindungsorgan, eindeutig. Alfred Hitchcock war Vertigo. Karnevalsgag ist der Narr gemeint, okay, ja. Das Kinn ist ein Empfindungsorgan oder ist Sinn gemeint? Sinn ist gemeint. Natürlich. Ich dachte jetzt, da war ein wirklich Körperteil angedacht als Antwort. Bühnentanz. Show? Nee. Show war es nicht. Segelkommando. Später. Klaue. Klaue, Klaue, Klaue. Eintönige Aufzählung. Weiß ich gerade noch nicht. Bankrott ist Pleite, ist Insolvenz, ist ja. Italienisch Mond, ist das auch Luna? Ist Luna. Genau. Ein Musikstück könnte ein Lied sein. Schubfach ist die Lade. Läuft, läuft, läuft. Was haben wir eigentlich als. Oh, ich muss runterscrollen. Ayowei. Ja, heute läuft ein bisschen was schief. Ein Jugendlicher ist ein Teenie. So. Eintönige Aufzählung haben wir immer noch nicht. Europäisches Grenzgebirge, das weiß ich. Das liegt im Osten von Europa, ist der Ural. Schifffahrtsroute ist eine Route. Nein, PC-Anschluss. Könnte PCI sein oder USB? Also wenn es PC ist, weil USB benutzt du eigentlich bei fast allem heutzutage. Aber leider hat derjenige, der das gemacht hat, ist jetzt nicht unbedingt der Supercomputertechniker und hat dementsprechend USB genommen. Schade, schade. Lateinisch Art und Weise machen wir noch nicht, aber wir machen klein, aber oho. Zahnfüllung ist eine. Ich weiß nicht, wie man es schreibt, aber ich weiß, dass es so endet. Geistererscheinung ist dann der Spuk und dann heißt es Plombe. Tatsächlich, ich kenne Leute, die das mit B am Anfang, also mit einem B-Laut am Anfang aussprechen. So. So. Gucken wir mal. Okay, die Schifffahrtsroute ist der Seeweg, wie es aussieht. Ja. Art und Weise könnte Modus sein. Ja, ist es auch. Ich kann eigentlich kein Lateinisch, aber ja. Also eigentlich möchte ich meinen, ich kann nicht, also ich habe Latein nie gelernt, aber es scheint, als ob das dafür noch ausreicht. Klaue ist die Kralle auch. So, das Segelkommando. Ja, ich dachte auch hier irgendwas mit Ra oder irgendwie Kra. Arzneifläschchen ist erstmal aber die Ampulle. Das kriegen wir hin. So, außerdem haben wir hier ein V zu stehen. Bringt mich nicht so ganz weiter. Grünliche Farbe. Ja. Nee. Keine Ahnung. Reis könnte vielleicht eine Getreideart sein. Ist es auch, ja. Äußerer Beweggrund. Äußerer Beweggrund.
Was sind denn Zusatzinfos bei Radio? Das weiß ich noch nicht. Da habe ich noch keine Ahnung. Eintönige Aufzählung ist. Erstmal nehmen wir hier uns noch ein I dazu. Vielleicht ist Re. Ist das jetzt mit Doppel-E oder? Oder ist das mit einem H? Weil, ich denke eher Re mit Doppel-E. Ja. Nein. Ach so. Das wäre ja, da würde ja Slap rauskommen. Step-Tanz. Die Litanei ist die eintönige Aufzählung. Okay. Ja. Auch tatsächlich in dem Zusammenhang noch nicht wirklich gesehen. Aber wir sind übrigens schon relativ weit. Zusatzinfos beim Radio. Was könnte das sein? Was könnte das sein? Erstmal. Ah, jetzt verstehe ich, was das Level ist. Oh, ja, natürlich, das ist keine Handcreme. Ein Level ist keine Handcreme. Trotzdem bin ich mir noch nicht so sicher, was die grünliche Farbe sein soll. Was ist denn? Oh Gott. Was könnte denn diese grünliche Farbe sein? Und was ist ein Butterfass mit RN am Ende? Ein Horn wird es ja sicherlich nicht sein. Farn, Kern, Murren. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so keine Ahnung. Außer sich. Wesend? Nein. Rasend. Ah. Ja. Bringt uns das was? Ein Zusammenklang. Jetzt verstehe ich, was gemeint ist. Puh. Okay. Das läuft doch. Das läuft doch gut. Also ich glaube nicht, dass ein Butterfass ein Kern ist. Eher ein Korn oder Kirn? Karn? Mensch, gut, jetzt wissen wir es. Ach, Oliv ist damit gemeint. Und dann weiß ich jetzt auch, was das ist. Zusatzinfos bei Radio. Ads? ADS? Nein, ADS ist es nicht. WDS, EDS, RDS. Was ist denn RDS? Jedenfalls, wir haben es auch wieder jetzt geschafft. Ich könnte schon wieder fertig rufen, aber diesmal ging es nicht darum, dass ich schneller bin. Auf jeden Fall, ja, wir haben was, wie viel Aufnahme? Oh, unter 20 Minuten für zwei Rätsel. Also kann man heute nicht meckern, würde ich sagen. Und vor allem ohne viel Raten. Also ein bisschen Raten war wieder dabei, aber zumindest lief, würde ich sagen. Also danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder ans Kreuzworträtseln geht. Ich hoffe, vielleicht sollte ich wirklich mal langsamer machen in den nächsten, damit ihr auch, also damit ich jetzt nicht, jetzt wo ich so viel Training habe, anderen Leuten da weglaufe. Nein, glaube ich nicht, dass das passieren wird. Es wird sicherlich immer noch, zur Not könnt ihr das Video auch mal pausieren und selber rätseln. Nur ihr könnt es nicht so eintragen, wie ich das kann. Sorry dafür. Ja, aber ansonsten, ach ja, wie hatte ich schon gesagt, das Lösungswort für dieses Rätsel ist Privileg und damit würde ich mich darauf verabschieden. Bye bye, bis zum nächsten Mal.